Also Licht habe ich da jetzt noch keins reingemacht. Ein bisschen was müssen wir uns ja noch aufsparen. Ne? Da kommt noch Licht rein. Da ist Licht drin. Ah. Okay, lassen wir uns mal überraschen. Das ist noch ein bisschen zu früh dafür, dass wir hier vierten Sonntag ausschlafen wollten. Guten Morgen, meine Lieben. Heute ist Feiertag und ich habe nichts Besseres zu tun, als euch so ein bisschen zu unterhalten. In Wirklichkeit habe ich ein bisschen viel Ware. Und außerdem habe ich was vergessen. Ihr seid so toll. Ich möchte mich echt mal bei euch bedanken. Ihr seid so spitze. Da habt ihr mir letzte Woche erzählt, Claudia, du hast da hinter dir so coole Shirts gehabt, die hast du überhaupt nicht im Video erwähnt. Ja, die sind auch von Zwillingsherz. Bedeutet auch nicht zu groß. Ich zeige sie euch hier unten nochmal. Da oben seht ihr nochmal grün und pink oder magenta. Und hier habe ich dieses wunderschöne Grau. Eine ganz tolle Ware, unsere Handschmeichlerware, aber genau wie die Jacke etwas fester. Ein bisschen mehr Spann. Guten Morgen. Mit ein bisschen mehr Stand. Ist nicht ganz so fließend wie die anderen, nicht ganz so leicht. Ist auch ein bisschen teurer, aber nicht viel. Und richtig, richtig schön gemacht. Und hier nochmal mit diesem tollen Frontdruck. Und dazu, jetzt muss ich wieder alles durcheinander bringen, das kann ich immer besonders gut, das kennt ihr ja schon, gibt es eine tolle neue Hose. Die habe ich euch auch vorenthalten. Manche haben schon unsere tollen Jeans gesehen, die habe ich hier jetzt tatsächlich nicht mit hingelegt. Die haben wir oder hingehängt, die haben wir nämlich auch in diesen coolen Farben gekriegt, auch in diesem tollen Curryton. Aber ich musste euch diese coole Jogpants eben nochmal zeigen. Die Jeans könnt ihr euch nämlich vorstellen. Die hat hier einen Reißverschluss, aber just for fake, also es ist hat nichts zu sagen und die tollen Knöpfe. Und ist das eine tolle Kombi mit dem schönen Grau? Mhm. Das sieht doch wohl richtig klasse aus, oder? Also da haben wir eine ganz tolle Hose. Hinten nochmal auch diese angedeutete Five-Pocket-Geschichte, obwohl es nur vier Pockets sind, weil hier vorne die kleine Mini-Pocket fehlt. Aber hinten hat sie auch nochmal Taschen drauf. Also die super bequeme, tolle Jogpants, die ihr aus dem Sommer kennt, gibt es jetzt auch in Mais. Und ich zeige euch jetzt einfach mal die anderen Farben. Und hier ist sie nochmal in Grau. Wir können das Schild wegnehmen. Dann könnte auch noch ganz cool. Da passt natürlich auch dieses Shirt drauf, ich muss so sagen. Oder aber, wenn ihr jetzt so auf Ton in Ton steht. Oder wenn ihr sagt, na, so ein bisschen Farbe, Claudia, kann ich aber gebrauchen. Nehmt ihr von da oben einfach dieses coole Magenta dazu. Das sieht auch richtig krachermäßig zu diesen coolen Hosen aus. Und wer diese Woche noch frei hat, der kann einfach nochmal kommen. Oder nachmittags oder so, weil wir sind ja da. Morgen Nachmittag haben wir sogar einen Mädelsabend. Hatten wir schon lange nicht mehr. In diesem Fall einen Mädelsnachmittag. 11 Frauen haben sich angemeldet. Das ist übrigens auch was, das könnt ihr bei uns immer noch buchen. Und zwar, wenn ihr ab sechs Mädels seid. Die sind morgen mit 11 oder 12, ich weiß es nicht genau. Und dann setzen wir uns hin in unsere neue Lounge-Ecke und dann könnt ihr ganz geschillt da sitzen, ein bisschen was trinken, ein bisschen lecker Fingerfood essen und es gibt auch eine kleine Verkostung, das verraten wir den 11 oder 12 nicht, die gucken das heute auch bestimmt nicht. Und, und dann zeige ich euch die neuesten Sachen, die es so gibt. Hier das ist übrigens der Grund, warum diese Videos entstanden sind, für die, die ganz neu dabei sind, ne? Ja, richtig. Deswegen heißen unsere Mädelsabende to go. Unsere Videos heißen Mädelsabend to go, weil das war eigentlich das, woraus es entstanden ist. Da habe ich auch mal hier gestanden. Hier haben sie vor mir gesessen. Mittlerweile breiten wir das nach drüben aus, weil es hier mal viel zu eng wird. Es sind zu viele Leute da. Und nachher könnt ihr euch... Und zu viel Ware. Das hat jetzt keiner gehört. Hier gibt es diese coole Hose. Ich halte es hier schon die ganze Zeit fest. In Cord. Cord ist dieses Jahr auch ein Thema, aber jetzt nicht unbedingt nur dieses, also es gibt einen Fancy Cord, einen breit und einen schmalen Streifen in Cord. Habe ich jetzt auch, habe ich aber jetzt tatsächlich nicht hier hingehängt, habe ich jetzt gar nicht dabei, würde man jetzt auch gar nicht so genau sehen. Aber diese tolle Hose mit diesem schrägen, mit diesen schrägen Knöpfen, kann man sehen, dass die jetzt nicht gerade sind, die gibt es auch in diesem lässigen Feinkord oder Babykord nennt man es auch. Hier in einem tollen Oliv, hier nochmal in Schlamm, ist auch die gleiche Hose, ne? Und hier in Anthrazit. Also ganz coole, auch wieder diese tolle Jogpants-Ware. So, jetzt bin ich bei Cord, das habe ich jetzt wieder gut hingekriegt, und alles durcheinander gebracht. Das sah erst noch nach einem Konzept auf der Stange aus. Das sah wen interessiert das, ne? Ich habe hier heute unser lässiges Cord-Hemd an, wo auch meine Kampfarme mal reinpassen. Ist also für Bonusmaterial. Ich mache euch keine große Hoffnung, es gibt noch drei.
Mehr habe ich nicht mehr. Die sind gestern alle gegangen. Es war also richtig toll. Hier haben es nochmal kombiniert mit unserem tollen Shirt, mit den Turnschuhen. Passt auch super dazu. Passt nur mir nicht, deshalb konnte ich es nicht anziehen, weil das Shirt etwas kleiner ist. Also ein ganz lässiges Teil, so ein richtig schönes, langes Chorteil. Hier an der Seite nochmal mit dem tollen Schlitz. Und hier nochmal in dem hellen Sandton. Also ein ganz tolles, lässiges Hemd, was ihr einfach so offen tragen könnt. Ich liebe sowas ja, ich mag das ja total gerne. Aber ist denn nur für Große, ja? Verstehe ich das richtig? Nein, das können die Kleinen auch tragen, das ist dann halt oversized. Ne? Also, okay. Ne, hat auch hier diesen netten Arm zum Aufkrempeln, das kann ich immer nicht machen, weil da passen die Kampfarme nicht rein, aber ich shoppe das immer so Mama. Ich bin immer so ein bisschen... Ne, außergewöhnlich halt. Ach, apropos außergewöhnlich. Wir müssen ja noch was einfügen. Ich weiß nicht, diejenigen, die auf Instagram uns folgen oder bei WhatsApp dabei sind, die haben diese Woche schon was Witziges gesehen. Meine jüngste Tochter ist im Moment gerade im Mittelmeer im Urlaub, aber nur noch bis morgen. Dann ist das auch endlich mal vorbei. Und die hat Mr. Magic auf Mallorca getroffen. Und das zeigen wir euch jetzt mal. Okay, hi, we're just like from Mallorca. Und wen haben wir heute hier? Aus Siedenburg. Das ist das Gallierdorf, weißt du, wie immer. Die sind am kleinsten angefangen und haben die größten Shows gemacht. So ja, war das. Genau, ne? Und dieses Jahr knacken wir die 100 Teilnehmer bei unserem Workshop. Ja, am 11.10. 19 Uhr, richtig? Genau, genau. Es gibt noch freie Plätze. Und wer ist da? Claudia Effenberg ist da. Und wir haben eine ganz große Überraschung. Es kommt ein Typ vorbei, ihr werdet umfallen. Er ist am 11.10. auch mit dabei. 19 Uhr, Siedenburg. Kauft euch die Karten. Yes, bei Karl von Meden. And it's gonna be Magic. Mit Elf. Mit Elf. So, jetzt haben wir Sonne genug gesehen für heute. Es reicht jetzt erstmal. Blendete schon fast ein bisschen. Und bisschen viel mehr haben wir auch gesehen. Aber es war eine Botschaft da drin. Und wisst ihr was? Ich kann das ja nicht gut ab, wenn irgendeiner so Geheimnisse vor mir hat oder irgendwelche Überraschungen. Das ist ja so gar nicht meins. Könnt ihr das auch gut ab? Mr. Magic hat erwähnt, dass er noch jemanden mitbringt, dass er für uns echt eine Überraschung hat. Was soll ich da jetzt zu sagen? Wir waren hier die ganze Zeit am Rätseln. Ah, meint er da mit den Saxophonisten? Nee, hätte er ja so gesagt. Nee, wer kann... hat er das jetzt wirklich so gesagt? Ich weiß es einfach nicht. Aber... Wir müssen Amelie erstmal auspressen, nein, wenn sie da ist. Nein, das Schlimme ist, die kann man ja nicht auspressen. Die ist ja genauso. Die findet das ja richtig cool, dass wir beide jetzt hier so leiden und nicht wissen, wer es ist. Und sie sagt, ihr werdet Bauklötze staunen. Ihr fallt lang hinüber. Es ist so cool. Ich finde es so klasse. Und Mr. Magic hat es nur für uns besorgt. Ist es sein Lieber? Ich glaube, wir haben echt ein Stein im Brett bei ihm. So. Vom Stein im Brett wieder hier zur Ware. Ihr guckt wahrscheinlich schon die ganze Zeit hier vorne auf die Kombi. Kann man die sehen? Ja. Ach, kann man gar nicht sehen. Doch. Ah, hier mit der Hose. Mit der Hose, wow. Mit der Tasche, mit den Magic Pearls. Also hallo. Hallo erstmal. So, es gibt wieder einen tollen Pulli. Wir hatten letztens schon mal einen, der zweiseitig war. Und dieses Mal haben wir noch einen. Der ist vorne pink. Und hinten, wenn man das Tuch wegnimmt, orange. Ein ganz toller Pulli. Der ist mit ein bisschen Kaschmir, ist auch so ein bisschen leicht wollig. Also für so zarte Schmusekatzen unter euch, die so sagen, ha, Wolle kann ich gar nicht so gut ab, ist es ein bisschen schwierig vielleicht, aber der Rest ist begeistert. Also ich kann Wolle auch auf nackter Haut tragen. Ich finde das richtig, richtig schön. Und da gibt es diesen tollen Pulli. Ich mache mal dieses wunderschöne Tuch ab. Ich muss es euch zeigen, dass das natürlich auch dazu passt. Ihr wisst, wir haben super tolle Zwillingsherztücher. Und guckt euch diesen Pulli an. Ist der cool gemacht. Richtig, richtig schön. Die ersten haben wir auch schon davon verkauft. Denn es gibt sie auch noch in anderen Farben. War euch klar, ich kann nicht nur eine Farbe kaufen. Ne? Hier ist er nochmal in Weiß. Mit dem wunderschönen Zwillingsherztuch. Welche Farbe ist da dominant? Das Grün. Da ist er nochmal mit Grün. Ist das das Gucci-Grün? Das ist das Gucci-Grün, würde ich sagen. Ah, ja. Ein Glück. Also richtig, richtig schön. Und wer mit mir dieses Jahr diese lila Richtung geht, gibt es den auch nochmal in Flieder. Passendes Tuch von Zwillingsherz dazu. Es ist kein Zwillingsherz-Pulli. Und hinten nochmal in dem dunklen Lila. Richtig cool. Und wer sagt, boah, immer diese Knallfarben, Claudia, jetzt zieh am liebsten Jeans an und irgendwas
Blaues dazu. Den gibt es auch in Blau. Mit dem tollen Zwillingsherztuch. Ich mag es schon kaum noch sagen. Hellblau mit Jeansblau. Tolle Kombis, tolle Farben. Richtig, richtig schön. So, wer jetzt sagt, klar, du bist aber heute echt so ein bisschen dezent von der Farbe. Ja, es gibt ja auch dieses Jahr dezente Farben. Wir haben nämlich noch was in diesem tollen Core-Thema. Eine tolle Bluse mit so einem langgestreckten, eine Schluse nennt man das. Zwischen Bluse und Jacke eine Schluse. Wo kommt denn das Schl her? Ach, was weiß ich. Ich wusste, dass du jetzt irgendwas Komisches dazu sagen musst. Lass den Kommentar sein. Es nennt sich einfach so. Und zwar ist das hier mit dieser langgestreckten, mit diesem langgestreckten Revers in diesem tollen Feinkord richtig schön als kurze Jacke überall drüber zu tragen. Und hier habe ich euch nochmal eine alte Bekannte, die schöne Bluse, darunter gehängt. Und das Ganze gibt es nicht nur in dem Camel, sondern auch noch in diesem Grün, hier mit dem Khaki und hier das Oliv. Also richtig toll, farblich sortiert. Und hier habe ich nochmal die längere Bluse. Da gab es gerade auch nochmal eine schöne schwarze. Die darf hier unten auch ruhig so ein bisschen rauszippeln. Das macht gar nichts. Das macht das Ganze noch so ein bisschen interessant. Wie gesagt, hier ist das Ganze auch nochmal in schwarz. Und da ich persönlich diesen Kragen sehr gerne mag, weil das verschlusslos ist und weil man da nicht seinen dicken Bauch reinpressen muss, habe ich gedacht, kann ich da auch nochmal eine Jacke zu nehmen. Etwas mehr als eine Strickjacke, also mehr so ein Outdoor-Ding, so ein bisschen leicht gefilzt hier, habe ich euch hier nochmal aus dem Fenster gerade gemopst. Diese tolle Jacke, die hat nämlich auch diesen irren Kragen. Den kann man einfach so ein bisschen hochstellen, hier so ein bisschen vorne zusammenraffen. Gestern habe ich es an eine Kundin verkauft, da habe ich gesagt, mach doch da einfach einen kleinen Druckknopf hin, den kann man da ja eben schnell einarbeiten, dann fällt die nicht immer so auf, aber man kann sie natürlich genauso gut, so ist sie gedacht, lässig offen tragen. Ihr seht, sie ist ganz schön lang, ich muss mich ein bisschen strecken. Und dazu natürlich toll wieder unsere schönen Schals und die motzigen Taschen. Also die passen wirklich immer wieder dazu, diese kunterbunten Taschen. Das sind so richtige Highlights im Moment. Und hier habe ich das Ganze ohne Spektakel, damit ihr mal seht, wie diese Jacke überhaupt fällt. Also so ein ganz lässiges Überwurf-Ding. Könnte ich hier natürlich auch den Ärmel nochmal krempeln. Dann sieht es noch so ein bisschen cooler aus. Ich glaube, der Ärmel ist lang genug. Hatte, glaube ich, jemand an, die hat so ein bisschen längeren Arm. Aber haben ja nicht alle solche langen Arme. Da könnt ihr das natürlich lässig krempeln. Und ihr habt nochmal diesen Effekt vom Kragen, dass das Muster so ein bisschen rauskommt. Ich finde das ein ganz tolles Teil, was man einfach so überwerfen kann. Angezogen, fertig, los geht's. So, jetzt muss ich ein bisschen sortieren. Wir sind fast am Ende, aber ich hatte ja vorhin schon ein bisschen was vorgezogen. Es gibt zum Drunterziehen oder zum überhaupt so tragen wunderschöne, lässige Shirts wieder. Ihr seht schon, wie schön die fließen. Ich kann das hier mal so ein bisschen wellenartig bewegen in tollen Farben. Und dazu passend gibt es diesen Kragen, ihr seht schon, ich mag diesen Kragen, auch hier in diesem Color Blocking nochmal als Strickjacke, aber als wertige Strickjacke. Und das sieht natürlich klasse aus. Ich habe das jetzt mal mit Absicht hier mit dem Grün, aber ihr könnt dieses Shirt auch in Camel darunter tragen oder in Cognac darunter tragen oder wer es mag, so ganz Ton in Ton, schöne Kette drauf. Sieht schon edel aus. Mhm. Also so ein richtig schöner Strickbläser, sag ich jetzt mal so. Ganz toll gemacht hier in dem Helm. Und hier vorne, da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Der darf ruhig so hin und her wackeln, dieser Kragen. Ihr seht, wenn man ihn so ein bisschen aufschlägt, hat er auch wieder diese Abseite, dieses Helle darunter. Und den gibt es natürlich, wie könnte es anders sein, auch nochmal in dezentem Schwarz mit Cognac, finde ich auch sehr edel. Guckt mal hier mit dem da drunter, ne? Ist echt ein Hingucker. Oder aber auch für die anderen, die gerne wieder Farbe tragen. Natürlich wunderschön mit dem Grün. Da könnte man jetzt einfach wieder das ganz Schlichte drunter tragen. Man muss jetzt nicht, hoppala, oder lauter Schildern, dieses genau das Grün finden. Man kann einfach auf diese Farbe gehen. Haben wir so auch im Fenster sogar. Tolle Kette da drauf. Fertig. Und das Ganze gibt es auch noch in Pink mit Grau. Könnte man jetzt tatsächlich auch, sehe ich gerade, guck mal, könntet ihr auch so tragen. Also richtig, richtig cool. Das konnte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Und wenn ihr jetzt sagt, was steht da eigentlich daneben, Claudia? Du sammelst und sammelst und dann steht da schon wieder Deko, wo sie wieder nichts zu sagt.
Hier ist ein kleiner Spoiler, aber ich denke, man kann sie auch im Herbst hinstellen. Wir haben nämlich gestern unsere Weihnachtsware gekriegt, die wir im Sommer ausgesucht haben. Hätte jetzt auch einmal nächste Woche kommen können, aber nein, sie kam gestern. Gut, egal, kann man sich nicht aussuchen. Ich werde gleich noch ein bisschen aufräumen hier im Laden und da könnt ihr es euch morgen ab morgen angucken und es ist alles wieder hoffentlich in Ordnung. Im Moment steht es hier ein bisschen wild zu. Gut, dass ihr da hinten nicht hingucken könnt. Alles voller Kartons. Was alles drin ist, weiß ich gar nicht mehr so genau. Mein Gedächtnis ist auch nicht mehr so das Beste. Manchmal vor lauter Ware weiß schon über was ist. Ein wunderschöner Glasapfel in Gold mit Licht. Da sind 30 LEDs drin, hier weiß ich es jetzt gerade nicht mehr, aber das konnte ich mir gerade noch merken. Hier sind 30 LED kleine Lämpchen drin, die sorgen für ein wunderschönes Licht und ist mit Timer. Also geht von alleine an, geht von alleine aus. Nee, wenn jetzt Ende des Monats die Zeit umgestellt wird, stellt es einfach ein. Wenn ihr nach Hause kommt, ist Licht an. Wenn ihr ins Bett geht, ist Licht wieder aus. Also überhaupt kein Thema. Und dann, ich muss euch noch einen Spoiler zeigen. Ich weiß es nicht, ob es den morgigen Nachmittag mit den Mädels überlebt. Es gibt was Cooles. Ich glaube, ich habe zu wenig bestellt. Es gibt ein neues Trinkgefäß. Und zwar aus Glas. Eine tolle Weihnachtskugel. Ihr könnt das jetzt so gar nicht richtig sehen. Mit so kleinen Lebkuchenhäusern und einem Strohhalm drin. Da könnt ihr euren Grog draus trinken oder euren Weihnachtstee oder was auch immer. Und da es Gott sei Dank noch eine zweite dazu gab, eine zweite Form hier mit so einer kleinen Weihnachtsgirlande mit ein bisschen Grün und ein bisschen Rot und ein bisschen Schnee und wie auch immer, passt das also wunderschön. Ein richtig toller Hingucker und solltet ihr ein Geschenk kaufen oder suchen, ich hätte da was für euch. Also, in diesem Sinne, bleibt neugierig, kommt vorbei, guckt es euch an. Es gibt wunderschöne Sachen bei uns. Wir sehen uns. Einen schönen Feiertag wünsche ich euch. Ciao!